Wie funktionieren eigentlich die offiziellen deutschen Charts? Welche gibt's überhaupt und wie kannst du möglichst hochcharten? Das erfährst du jetzt. Die offiziellen deutschen Charts werden von dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverband Musikindustrie bestimmt. Aktuell werden 14 verschiedene Charts ermittelt, die von Album- und Single-Charts über Genre-Charts wie zum Beispiel Hip-Hop und Jazz bis hin zu Compilation- und Airplay-Charts reichen. Diese werden alle wöchentlich aktualisiert. Zusätzlich werden jedes Jahr noch die 100 erfolgreichsten Alben und Singles sowie die 30 erfolgreichsten Compilations gekürt. Das Portfolio der Charts wird allerdings auch laufend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Chartwoche in Deutschland geht immer von Freitag bis Donnerstag, weswegen du auch Neuerscheinungen immer an einem Freitag veröffentlichen solltest. Am Freitag darauf werden dann die Charts direkt erstellt und die Top 5 in den Kategorien veröffentlicht. Der Rest kommt dann im Laufe der Tage. In Deutschland sind die offiziellen Charts anders als in vielen Ländern im Ausland sogenannte Wertecharts. Das heißt, es zählen nicht die reinen abgesetzten Stückzahlen, also die Verkaufszahlen, sondern der damit erzielte Euroumsatz. Ein günstigeres Album muss dementsprechend mehr Einheiten absetzen, um die gleiche Chartplatzierung wie ein teureres zu bekommen. Deswegen bieten auch so viele Künstler diese Fanboxen an, weil man so kostengünstig den Umsatz steigern kann und somit höher chartet. Für unsere Wertecharts zählen die Umsätze aus dem Handel, von Downloads und seit 2014 auch Streaming. Die Streams müssen eine Länge von mindestens 31 Sekunden haben und es werden ausschließlich Premium-Streams gewertet, außer in den reinen Streaming-Charts. Da werden auch Werbefinanzierte mit berücksichtigt. Damit sich ein Tonträger überhaupt für die Charts qualifiziert, muss er verschiedene Kriterien erfüllen. Zum einen muss eine bestimmte Preisgrenze überschritten werden, diese liegt bei Alben zum Beispiel bei 8,50 €. Außerdem muss der Titel bei mindestens 3 verschiedenen Händlergruppen geführt werden und er darf natürlich nicht indiziert sein. Wie gerade schon bei den Fanboxen angesprochen, dürfen zu dem eigentlichen Musikprodukt auch Bonusinhalte angeboten werden. Diese dürfen allerdings nur eine Beigabe sein und keinen Hauptbestandteil des eigentlichen Produkts darstellen. Zudem dürfen diese Beigaben nicht mehr wert sein als der eigentliche Tonträger aus Sicht der Verbraucher. Bei einer CD sind es zum Beispiel 12,91 €, das kann man aber aus einer Tabelle der deutschen Charts ablesen. Sollten diese oder auch weitere Regeln nicht befolgt werden oder erfüllt werden, dann qualifiziert sich der Tonträger entweder nicht für die Charts oder er kann sogar sanktioniert werden. Zusammengefasst kann man also sagen, du solltest neue Veröffentlichungen, egal ob Single, EP oder Album, immer an einem Freitag veröffentlichen. Falls du deinem Tonträger noch zusätzliche Produkte beifügst, dann dürfen diese aus Sicht der Verbraucher nicht mehr wert sein als der eigentliche Tonträger. Diese eben angesprochene Tabelle verlinke ich dir aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Außerdem sind die Verkäufe, Downloads und Streams aus der ersten Chartwoche relevant für deine Platzierung. Demnach solltest du auch deine Promotion auf die erste Woche ausrichten, wenn du hochcharten willst. Lass deine Fans also zum Beispiel dein Album vorbestellen oder auf Spotify presaven. Dadurch kannst du alles auf die erste Chartwoche bündeln. Zudem solltest du noch den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung aussuchen, also zum Beispiel den Monat. Um die Weihnachtszeit rum veröffentlichen die ganzen großen Acts, weil da einfach am meisten Musik verkauft wird. Da ist es also für Newcomer und kleinere Künstler ziemlich schwierig, hoch zu charten. Genauso im Frühling vor der Festivalsaison. Im Sommer veröffentlichen weniger Künstler, allerdings wird da auch normalerweise weniger gekauft. Versuch dir also ein passendes Datum für deinen Release herauszusuchen, an dem möglichst wenige Künstler oder zumindest wenig große Künstler veröffentlichen, aber trotzdem auch viel gekauft wird. Oder du mobilisierst deine Fans einfach so. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie die offiziellen deutschen Charts funktionieren und auf was du achten musst, um möglichst hoch zu charten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Video mit einem Daumen nach oben bewerten könntest, den YouTube-Kanal abonnierst und mir auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen folgst, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.